Nur die reinsten Seelen werden es fühlen. Eine äußerst wichtige Botschaft der geistigen Welt. Doch dazu braucht es viele Erklärungen und die werde ich euch jetzt in diesem Video geben. Also bleibt dran. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana, Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind in Deutschland, Österreich und Schweiz vertreten. Wir sind eins der größten Online-Portale für Webinare im spirituellen Bereich. Und wenn du immer die neuesten Botschaften aus der geistigen Welt erhalten möchtest, dann abonniere am besten gleich meinen Kanal. Ich danke dir auch sehr dafür. Ja, und jetzt diese dringende Botschaft der geistigen Welt. Nur die reinsten Seelen werden es fühlen. Das hat mich so stutzig gemacht und habe ich gesagt, bitte erklärt mir doch mal, erstens, was werden wir fühlen? Zweitens, die reine Seele. Eine Seele ist doch rein, eine Seele ist doch das der wertvollste Schatz, den wir tragen oder ist das, was wir sind. Und in ihrem Ursprung ist ja die Seele rein. Die Erklärung dazu von der geistigen Welt ist eigentlich ganz einfach. Das ist jetzt so ein Wort gewesen, dass wir überlegen und nachdenken, was meinen die mit reiner Seele. Es ist das gemeint, wenn die Seele inkarniert, kommt sie ja, wenn die das erste Mal auf die Erde kommt, ist sie noch rein. Beziehungsweise bei jeder neuen Inkarnation ist sie wieder rein. Und dann im Leben hier auf der Erde, im 3D-Leben, ist es so, dass sich auf die Seele bestimmte Energien legen, welche schwer sind. Das ist einfach die Dualität. Und mit reiner Seele ist gemeint die Seelenarbeit, die Seelenhygiene, die wir in unserer spirituellen Laufbahn oder auch einfach in unserem täglichen Leben tun können. Das heißt, immer wieder reinigen, immer wieder hinderliche Energien einfach abfließen lassen und unsere Seele so sehr wie möglich zu stärken. Das ist so der Hauptaspekt bei dem Ganzen, nur die reinen Seelen. Das bedeutet also jetzt übersetzt in das menschliche Denken, je mehr du an dir gearbeitet hast, je mehr deine Seele befreit wurde von den Lasten der Dualität, umso reiner ist sie. Und umso mehr wirst du es fühlen. Und dieses Es, das ist diese spirituelle Energieanhebung. Und diese spirituelle Energieanhebung haben wir im Februar und im März besonders intensiv in diesem Jahr zu spüren. Es wird noch weitere intensive Punkte oder Monate geben, aber jetzt möchte ich mich mal konzentrieren auf das Aktuelle, also auf Februar und auf März. Und das heißt ja, dass wir in diesen zwei Monaten von der geistigen Welt bestimmte Energien zur Verfügung gestellt bekommen. Meistens spricht darüber niemand, weil das ist ja auch etwas, was für viele Menschen nicht verständlich ist und aber auch für sehr viele oder eigentlich für alle Menschen besonders wichtig ist. Doch es wird von dem Mainstream nicht erwähnt, weil eben die Spiritualität nicht das Thema aller Menschen ist. Aber jetzt zu uns, die wir uns dafür interessieren oder für alle anderen auch, die gerade auf dem Weg sind und die ganz viel über die Spiritualität wissen möchten und überhaupt über die Seele und über die Energieerhöhung. Für die ist es so wichtig, jetzt gerade in diesen beiden Monaten sich extrem zu reinigen, um die Energieerhöhung zu spüren, um dann in die Vorbereitungsphase zu kommen, die wir brauchen, um in die 5D-Dimension hineinzukommen. Denn wenn es soweit ist, dann werden die reinsten Seelen diesen Schritt zuerst tun dürfen. Und das ist das wundervolle Schöne bei dieser Sache. Also das heißt, die reinsten Seelen werden zuerst in die höhere Dimension hineinkommen, einfach deswegen, weil der Energiekörper rein ist
und es dadurch leichter geht. Was sowieso so schön werden wird, das ist, und das hat mir die geistige Welt auch gesagt, das ist, dass wir, wenn wir unsere physischen Augen offen haben, so wie jetzt, dass dann gleichzeitig das dritte Auge auch offen ist und wir praktisch mit diesen drei Augen sehen werden können. Und wir werden sie sehen, die geistigen Wesen. Denn diese Konstellation wird es möglich machen, dass wir also sie erkennen. Und das gilt jetzt nicht nur für die Engel, das gilt auch für alle Außerirdischen. Wir werden sie richtig erkennen können. Im Moment ist es ja so, wenn ich ein Wesen, ein Lichtwesen wahrnehme, dann nehme ich das meistens als Lichtflamme wahr. Und je nachdem, wie es sich zeigt, in mehreren Konturen, mal als Gesicht, mal als mit einem Gewand und eben wie sich das Wesen gerade zeigen möchte. Aber das nehme ich nur mit meinem dritten Auge wahr. Und wenn jetzt alle drei Augen zusammen diese Funktion des Sehens übernehmen, ist das so wie so etwas sehr Plastisches. Und man weiß, dass das Wesen aus der anderen Dimension kommt, es bewegt sich anders und man spürt die fünf Dimensionen da dabei. Schwierig zu erklären jetzt mit dem Verstand, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Und die reinen Seelen werden dies leichter erkennen und die geistige Welt und die Außerirdischen, unsere Freunde, unsere positiven Freunde, die Außerirdischen haben gesagt, sie werden sich dann auf jeden Fall zeigen, weil sie wissen, dass wir sie dann auch ganz anders wahrnehmen können. Und wow, das ist richtig toll, weil dann kommt noch mal viel mehr in Bewegung und es gibt ja auch noch die anderen Dimensionen, wo wir auch gerne hin möchten. Und das ist ja der Punkt. Also, wir sind jetzt gerade tatsächlich in einem großen Wandel. Und mit diesem Wort, nur die reinen Seelen, gibt uns die geistige Welt ein Werkzeug an die Hand, nämlich wir wissen jetzt, dass wir unsere Seelenoberflächen reinhalten sollen. In der Seele selbst ist alles rein, aber es ist die Oberfläche, die sich schnell mal verkrustet mit hinderlichen Energien, mit solchen Emotionen, also mit Traurigkeit, mit Zweifel, mit Angst und so. Das sind diese Dinge aus der Dualität, die einem eben schnell belasten können, wenn man es zulässt. Weil es ist ja immer eine Frage deiner Einstellung. Bin ich offen für Negatives oder eher nicht? Das ist deine Entscheidung, wie du ein Gefühl bewertest. Und um die Seele reinzuhalten, ist es gut, wenn man positiv bewertet. Das ist ganz wichtig, dass man immer das Positive sieht und dankbar ist für alles, was man hat. Also du solltest nicht den Fokus darauf legen, was du nicht hast, weil dann gehst du schon wieder in die negative Richtung und in das Mangeldenken und das brauchen wir absolut nicht. Oder anders gesagt, das möchte eigentlich niemand. Aber man sollte seine Gedanken einfach auch so lenken, dass sie in das Positive gehen. Und das ist unser freier Wille, das entscheiden wir am Tag, jede Sekunde, ständig, wie wir uns unsere Einstellung haben möchten. Und wir können uns wirklich auf das Positive immer wieder konzentrieren. Und das ist so wertvoll. Wer das schafft, wirklich für sich zu verwirklichen, der hat das Leben begriffen. Und ich wünsche mir das so sehr für alle Menschen, dass das die Runde macht, dass es jeder weiß. Denn diese Botschaft, nur die reinen Seelen werden es spüren, die ist so wertvoll, die ist sowas von wertvoll, weil sie dir die Richtung anzeigt, wie du gehen solltest, könntest, wenn es zu dir passt. Natürlich hast du jetzt hier auch wieder deinen freien Willen, diese Entscheidung, nehme ich diese Botschaft an. Kann ich damit was anfangen? Fließt die in mein Herz? Fühle ich mich damit wohl? Und wenn es so ist, dann sage ich einfach, na jetzt mal los, wir werden uns darauf konzentrieren und uns tatsächlich immer positiv ausrichten, damit wir es fühlen,
damit wir es sehen können, damit wir die geistlichen Wesen sehen können und auch unsere lieben Außerirdischen. Und es gibt einen kleinen Plan bei Smarana, denn es wird einen Lehrgang geben, eine Webinarreihe über die Außerirdischen, wo man Schulungen bekommt von den Außerirdischen. Es ist noch im Aufbau und wir werden euch darüber berichten, wenn es soweit ist. Also es ist total spannend, dieses ganze Gebiet, dieses wundervolle, faszinierende, geistige Wissen aus dem Universum in der Verbindung natürlich immer mit unserem Schöpfer, mit unserem Gott, mit unserem lieben Gott, sage ich jetzt. Der ist immer überall dabei. Und je reiner die Seele ist, umso klarer ist auch alles und umso einfacher ist es. Und wenn die Seele, das wollte ich vielleicht noch dazu sagen, wenn die Seele die Erde verlässt, erholt sie sich ja erstmal. Und in diesem Zeitraum, wo sie sich erholt, wird sie wieder komplett restauriert, sie wird komplett wieder gestärkt und aufgebaut, sodass sie dann, wenn sie bereit ist, das nächste Mal zu inkarnieren, in ihrer vollen Kraft kommt. Und dann wisst ihr ja, wie das ist, sobald man also in der 3D ist, setzen sich wieder verschiedene hinderliche Energien an, die es dann gilt zu reinigen. Das ist diese Botschaft für euch und jetzt freue ich mich auch so sehr auf das Channeling, was jetzt gleich kommt und ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Ich sprühe mich noch ein mit der 999 und mit der Fülle. Geliebter Mensch, geliebtes Menschenkind, Melek Metatron wird gleich zu uns sprechen. Und vorher möchte ich dich gerne vorbereiten, sodass du die Energien und die Worte so tief wie möglich wahrnehmen und empfangen kannst. Dafür beginnen wir, das Licht von Smarana einzuatmen. Smarana bedeutet die Nähe Gottes fühlen. Und je tiefer du dieses Wort, die Töne dieses Wortes einatmest, umso näher spürst du die große Liebe Gottes. Und so versuche dich mit deinem Atem in diese Energien fallen zu lassen. Versuche dich auszudehnen und lass all deine Gedanken, all das, was du aus der Dualität mitgebracht hast, jetzt einfach kommen und gehen. Denn diese Minuten, die du jetzt erleben wirst, das sind die Minuten, das ist die Zeit deiner inneren Einkehr mit dem Kontakt zur geistigen Welt. Und so freue ich mich, dass du diesen Zustand jetzt erreichst. Denn je mehr du dich fallen lassen kannst, umso tiefer wirst du die Energien spüren, die jetzt gleich zu dir getragen werden. Ich bin Melek Metatron, das Auge Gottes. Geliebtes Menschenkind, ich sehe dich. Ich sehe dich in deinem Leben und ich weiß, wie es dir geht. Ich kann dir versichern, dass wir die geistige Welt, dass wir bei dir sind, denn wir wissen, wie wichtig gerade diese Zeit ist, in der du inkarniert bist. Es gibt von uns immer wieder Energien für deine Unterstützung. Und so fließt bereits mit jedem Wort,
welches ich jetzt in diesem Moment zu dir spreche, eine sehr hohe Energie zu dir. Diese Energie, sie wird dein Herz berühren. Und diese Energie möchte dich lieben. Sie möchte dich halten und schützen. Und es liegt an dir, dass du diese Energie annimmst und vielleicht jetzt einmal die Kontrolle loslässt und dich wirklich fallen lässt, denn es sind die Arme Gottes, die dich erwarten. Und so wird deine Energie angehoben. Sie wird angehoben auf das nächste Level. Denn wisse, lieber Mensch, je höher dein Energielevel ist, je höher sich dein Bewusstsein bereits ausgedehnt hat, umso tiefer wird die Energieerhöhung in dir wirken und umso reiner wird deine Seele werden. Denn dieses viele große Licht, was wir zu dir senden und was jetzt auch über meine Worte zu dir strömt, das fließt in dir. Und dieses Licht wird deine Energie erhöhen und deine Seele kann sich immer mehr ausdehnen. Sie wird zu dem reinsten, schönsten Juwel, was du jemals hattest. Deine Seele ist das Wichtigste für dich. Und wenn du dich gut um deine Seele kümmerst, sie liebst und auf das hörst, was sie dir zuflüstert, was sie dir sagt, dann wirst du dazugehören zu den reinsten Seelen, welche in die fünfte Dimension aufsteigen werden. Vermeide negative Gedanken und richte dich stets dem Positiven aus. Und achte besonders auf die nächsten Tage, denn wir werden dir Energien senden, die dich schützen und tragen. Und es spielt keine Rolle, zu welcher Zeit du dieses Video anschaust, zu welcher Zeit du diese Botschaft hörst. Denn wir werden die Energien ganz persönlich auf dich abstimmen und du wirst zu jeder Zeit in den nächsten Tagen von uns eine Energieerhöhung bekommen. Also achte besonders darauf, dass du positive Gedanken hast. Denn je positiver die Gedanken sind, umso tiefer werden wir die Energien in dein Herz und deine Seele senden können. Es ist uns eine sehr große Freude, für dich da zu sein. Und lieber Mensch, vertraue auf die Impulse deiner Seele. Denn es ist deine Seele, mit welcher du deinen Weg gehst. Es ist deine Seele, welche dich in die fünfte Dimension führt. Wir tun alles dafür, dass du Unterstützung bekommst. Jedoch den Weg, den musst du selbst gehen. Und den wirst du natürlich auch selber gehen. Und so sind wir bei dir. Wir sind stützend und haltend, immer in deiner Nähe. Und du kannst dich freuen, denn es wird
so schön werden. Und all das, was du jetzt durchmachst, die schwierige Zeit, wir können dir sagen, es wird sich lohnen, es wird sich sehr für dich lohnen, dass du dies alles auf dich genommen hast. Denn die Zeit nach der Übergangsphase, sie wird wundervoll werden. Eine große Gemeinschaft von liebevollen Menschen wird sich finden und das Licht wird leuchten. Und so lassen wir nun in deinem Herzen dieses Licht leuchten und deine göttliche Flamme, sie dehnt sich aus. Spüre nun die Verbindung zu Melek Metatron. Spüre meine Energie und wisse, dass ich bei dir bin. Und so trägt dich meine Energie liebevoll. Liebevoll durch die aktuelle Zeit. Und du kannst sicher sein, dass die Impulse deiner Seele dir den richtigen Weg zeigen. Und achte besonders darauf, was du in deinem Herzen fühlst. Denn es ist wichtig, dass du deine eigene Wahrheit findest bei allem, was geschieht. Und so leuchtet das Licht deiner Seele. Und mit großer Freude betrachte ich dich, mein liebes Menschenkind. Du bist gut, so wie du bist. Du bist ein Wunder, ein göttliches Geschenk. Und wir sind bei dir. Und so verabschiede ich mich jetzt von dir voller Liebe und Wahrhaftigkeit. Ich lege dir den Mantel von Smarana um deine Schultern, damit du unsere Liebe immer fühlen kannst.